Osner, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, nicht überraschend, es ist abermals so, der Antrag der Grünen, lieber Herr Gastel, bringt erwartungsgemäß wieder nicht viel Neues hervor. Er hinkt dem hinterher und wiederholt teilweise bereits das, was die Koalitionsfraktionen sowie das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur zurzeit umsetzen bzw. in naher Zukunft umsetzen werden. Sowohl das BMVI als auch wir in der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag wollen Carsharing als umweltfreundliches Mobilitätsangebot voranbringen. Kollege Steffen Bilger hat es sehr, sehr gut ausgeführt. Derzeit arbeiten wir daran, mit einem entsprechenden Gesetz die erforderlichen Voraussetzungen zu schaffen. Und da ist es erstaunlich, von Seiten der Grünen immer wieder zu hören, in moderne Mobilität investieren zu müssen. Geht es aber darum, den Datenschutz entsprechend anzupassen, um die Voraussetzungen dafür zu schaffen, da blockieren die Grünen wieder. Diese Widersprüchlichkeit, liebe Grünen, ist wirklich schier unerträglich. Im letzten Jahrzehnt haben wir einen enormen technischen Fortschritt erlebt. Es ist jetzt an uns Verkehrspolitiker, die richtigen Weichen zu stellen. Die Gelegenheit hierfür war nie so günstig wie jetzt. Wir investieren in unsere Infrastruktur und zwar auf Rekordniveau, wie es vorher noch nie der Fall war. Hier können wir ein großes Lob an unseren Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt und heute stellvertretend an unsere parlamentarische Staatssekretärin Doro Peer schicken. Auch ein herzliches Dankeschön an das gesamte Ministerium für diesen immensen Kraftakt. Neben den finanziellen Mitteln müssen aber auch notwendige technologische Voraussetzungen geschaffen werden, um die Weichen für die Zukunft in Richtung Zukunft zu stellen. Das Auto ist ein entscheidender Faktor des Internets der Dinge. Vernetzte Fahrzeuge bieten viele Möglichkeiten. Bei Diebstahl zum Beispiel kann das Fahrzeug digital gestoppt werden. Straßenkarten, Informationen des eigenen Fahrzeugs und anderer Fahrzeuge sowie der Wunsch des Fahrers werden intelligent verknüpft. Die Automobilbranche arbeitet derzeit an der Entwicklung selbstfahrender Fahrzeuge und Parkassistenten sowie Bremshilfen, die bei geringen Geschwindigkeiten bereits heute schon Realität sind. Um dies alles zu erreichen, muss der Mobilfunkstandard 5G so schnell wie möglich eingeführt werden. Auch dies wird in unserem Antrag gefordert. Nur wenn wir Industrie 4.0 richtig ausgestalten, somit die gesamte digitale Revolution sichern und stärken, werden wir unsere Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit auch in Zukunft erhalten. In keinem Land der Welt hat der Verkehr so eine große Bedeutung für Industrie, Mittelstand und Arbeitsplätze. Deutschland ist Logistikweltmeister. Mit BMW, Mercedes, VW, seinen Tochterunternehmen sitzen hier mit die wichtigsten Automobilhersteller der Welt. In Deutschland werden Flugzeuge und Züge gebaut, aber auch viele Werften haben ihren Sitz in Deutschland. Die Digitalisierung sorgt dafür, dass wir auch in Zukunft in diesen Branchen federführend sein werden. Sie wird zu mehr Wirtschaftswachstum und damit auch am Ende zu mehr Beschäftigung führen. Deswegen, liebe Kollegen von den Grünen und der Linken, lassen Sie bitte Ihre ständigen und übertriebenen Angriffe auf Unternehmen wie VW. Sie gefährden damit maßgeblich den Investitionsstandort Deutschland. Die Digitalisierung des Mobilitätssektors bietet aber auch große Chancen, um die Umwelt- und Klimabelastungen sowie den Verkehrslärm zu reduzieren. Sie kann auch deutlich zur Verbesserung der Verkehrssicherheit beitragen und uns dabei helfen, dass es zukünftig zu deutlich weniger Verkehrstoten kommt. Als zuständiger Berichterstatter für den Bereich Demografie der Arbeitsgruppe für Verkehr und digitale Infrastruktur sehe ich aber auch große Potenziale darin, wie wir Menschen zukünftig helfen können, länger im Alter mobil zu bleiben, um eine längere Teilhabe am öffentlichen Leben zu gewährleisten. Selbstfahrende Autos können insbesondere in ländlichen Räumen eine Lösung hierfür sein. Innovationen werden aber nicht nur dazu in Kalifornien vorangebracht, sondern auch auf der A9 in Bayern.
Das dort eingerichtete Testfeld Autobahn ist jetzt schon ein weltweites Erfolgsmodell. Das muss der Maßstab moderner Mobilitätspolitik für uns sein. Am Flughafen München rollt seit letzter Woche die vollautomatische U-Bahn, die zweite nach Nürnberg. Die Digitalisierung im Mobilitätssektor findet somit tatsächlich in allen Bereichen Einzug. Und mit dem vorliegenden Antrag zum bedeutendsten Verkehrsthema aus meiner Sicht der Zukunft zeigt diese Koalition, dass wir Antworten auf die drängenden Zukunftsfragen haben. Ich bitte deshalb um die Zustimmung für den Antrag der Koalitionsfraktion. Herzliches Vergelt's Gott fürs Zuhören. Schließe die Aussprache, Tagesordnungspunkt 6a. Wir kommen